Guten Abend und herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Ich begrüße euch herzlich bei diesem Sonntagabend. Ich freue mich schon auf den heutigen 31. Oktober-Stream. Wir haben nämlich ein ganz spannendes Video, was wir uns gemeinsam anschauen werden. Und zwar geht es um eine Y-Kollektiv-Dokumentation, wo wir uns reinziehen werden, wie ein Monatsgehalt für ein Outfit ausgegeben wird, respektive der Hype um Luxusmarken wie Balenciaga, Rick Owens und ganz viele andere Marken. Das werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Ich begrüße euch erstmal ganz, ganz herzlich. Und heute wird es eben, wie schon gesagt, diesen Stream geben. Denn am Donnerstag, meine Lieben, wird es den Stream mit der lieben Alexandra geben. Das haben wir jetzt reingeboxt. Ich habe das bereits in den Kalender reingeschrieben. Ich zeige euch das mal ganz kurz und fix, dass ihr euch das auch auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben könnt. Wir werden am, ihr seht es hier, 4. November 2021 mit der lieben Alexandra streamen. Will jetzt nicht fokussieren, von dem her auch in Ordnung. Aber am Donnerstag wird es den Stream mit der Alexandra geben, statt heute. Und ja, guten Abend erstmal. Mori, Self, Quizzle.de, Johnny Minion, Guy Brushy, Theo, guten Abend. Julian Hoffer, Dagobert Duck, auch Jason Stone am Start, Blend Hassani, Nadine Hoffmann, Dagobert Duck und T-Zocker. Guten Abend, seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr habt wirklich heute schon einen tollen Tag gehabt. Bisschen Halloween abgefeiert. Ja? Ein paar Leute sind jetzt hier vielleicht noch draußen unterwegs, Trick or Treat. Bisschen Süßigkeiten einsammeln. Wir haben jetzt unten auch noch ein paar Süßigkeiten hingepackt für die Kids. Und wir werden uns heute auch etwas sehr Gruseliges anschauen. Und zwar ist das, wie schon eben gesagt, ja, ein Monatsgehalt für ein Outfit. Das ist natürlich schon sehr gruselig hier an dieser Stelle auf einem Finanzkanal. Und bevor wir es vergessen, vergesst nicht unbedingt, den Daumen nach oben da zu lassen. Ja, ich drücke den auch schon hier bei dem Video, auch wenn hier relativ viele Dislikes sind. Ich weiß absolut nicht, wieso. Den Kanal abonnieren nicht vergessen und die Glocke betätigen, dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr, denn es kommen regelmäßig am Mittwoch, Freitag und Sonntag Videos zum Thema persönliche Finanzen, Vermögensaufbau und auch Investments in Aktien und Co. Wann es losgeht? Es geht jetzt gleich los. Ich bin wieder wie euch oder wie immer auf euch angewiesen. Guten Abend Caro, guten Abend Christian Wanke, ob audiomäßig alles passt und wir werden uns das dann direkt mehr oder weniger dann reinziehen. Sollte alles passen, darum bin ich da etwas auf euch angewiesen. Kennt ihr das? Da gibt es dieses eine... Ja, chillig. Ihr hört es jetzt, aber ich höre es jetzt auf jeden Fall mal nicht an der Stelle. Das ist natürlich immer das Beste hier, meine Freunde. Das ist wirklich... Meister Thomas ist hier am Start. So, jetzt haben wir es aber, oder? Kennt ihr das? Da gibt es dieses eine Design... Na, ganz geschmeidig. Wieso geht's jetzt bei mir nicht? So höre ich's, so aber nicht. Ist was beim Audio-MIDI-Setup passiert? Müssen wir gleich mal angucken. Eigentlich sollte das aber auf jeden Fall gehen. So. Jetzt aber. Jetzt müsste das klappen. Let's go. Wenn ich davor stehe, dann macht das was mit mir. Ich weiß, mein Leben würde dadurch nicht besser. Und trotzdem packt mich die Anziehung für Luxusmode. Und viele von euch auch? Die kostet 1,8, oder? Nee, 1,2. 1,2. Ja. Ist ein Schnäppchen, ja? Kostet nicht 1,8, sondern 1,2. Schnäppchen, meine Freunde. Also ich finde es an sich per se nicht unbedingt schlimm, wenn man viel Geld für Kleider ausgibt, sofern es im Rahmen ist und man sich das leisten kann. Also ein Monatsgehalt für ein Outfit ausgeben, finde ich dann doch schon sehr heftig. Nehmen wir jetzt mal an, das Monatsgehalt wäre jetzt 3.000 Euro und man gibt 3.000 Euro für ein Outfit aus, das finde ich dann schon heftig. Gibt man 3.000 Euro aus für ein Outfit und man verdient 15.000 Euro, finde ich zum Beispiel, ist es noch definitiv im Rahmen und machbar und finanziell vertretbar. Also ich habe per se nichts gegen teure Kleider, aber ich finde, es muss so einen gesunden, so eine gesunde Balance haben zwischen dem Geld, was man ausgibt und dem Geld, was man behält. Ja. Und dann mache ich noch eine Ausbildung bei der Bahn. Wenn du mir in der Stadt entgegenkommen würdest, wahrscheinlich würde mir auffallen, wenn du teure Kleidung trägst. Denn die Luxusindustrie umwirbt uns aggressiv wie nie.
Wenn ich jetzt das Geld, was ich jeden Monat für Mode raushaue, einfach sparen würde, hätte ich schon dreimal eine Wohnung kaufen können, so. Gerade. Dreimal eine Wohnung kaufen! Hätte der mal lieber dreimal eine Wohnung gekauft, vermietet und sich dann mit dem Cashflow die ganzen Luxuskleider gekauft. Das wäre smart gewesen. Da würde auch der Spargojude nichts mehr dazu sagen. Gucci, Balenciaga, die Luxuslabels haben uns als Zielgruppe entdeckt. Aber wie weit gehen wir, um uns Luxusmode leisten zu können? Hi, ich bin Hanna und mich beschäftigt ein Widerspruch. Auf der einen Seite sind unsere Jobs unsicher und unsere Mieten steigen ins Astronomische. Also wirklich zu viel Geld ist nicht da. Auf der anderen Seite wird Luxusmode immer beliebter. Gucci hat auf TikTok mehr Follower als Zara und H&M zusammen. Aber ich frage mich, wenn Luxusmode doch unsere grundlegenden Probleme nicht löst, was gibt sie uns dann? Und vor allem, auf wie viel sind wir bereit zu verzichten, um sie uns leisten zu können? Alter Schwede, wieso hat es aber so viele Dislikes? Kann mir das einer sagen? Also 50% Dislikes. What the heck? Also ganz, ganz ehrlich. Ich bin der Letzte. Der Letzte, meine Freunde, der hier irgendwie sagt, das ist dumm, um Geld auszugeben für Kleider und dies und jenes. Ich meine, guckt euch mal den Hintergrund an. Das ist etwa genauso schlimm wie Kleider, okay? Genauso schlimm. Aber es passiert alles in einem gewissen Rahmen. Und in einer gewissen Balance. Das heißt, ich verdiene immer noch genug, stecke immer noch genug in Aktien, in Kryptos, in Rohstoffe, in andere Investments, in meinem Business. Und mit dem Rest halt kaufe ich mir dann halt das, was ihr hier hinten seht. Okay? Das könnte man jetzt wie Kleider vergleichen, aber ich würde nicht mein ganzes Monatsgehalt für ein Outfit, respektive für einen Drop, rausschallern. Ja? Aber hey, Fast Fashion, voll die Umweltsünde. Ja, also, ich bin auch Fast Fashion unterwegs. Kalida Pyjama, jedes Jahr einen neuen Pyjama, muss auf jeden Fall am Start sein. Man muss natürlich wirklich mit dem Trend gehen. Man darf hier nicht alte Schule mäßig, Oldschool mäßig unterwegs sein. Man braucht schon immer den top aktuellen Kalida Pyjama. Kauft euch 20 Aktien, keine Anlageempfehlung. Aber dafür gibt es dann, wenn ihr es ins Aktienregister eintragt, jedes Jahr ein Pyjama und dann seid ihr voll fashionmäßig im Pyjama-Style unterwegs. Hamburg. Hier stehen die Flagship-Stores der großen Modemarken Tür an Tür. Hi. Hi, ich bin Hanna. Freut mich sehr, dass wir irgendwie... Ja, so. Hi. Freut mich sehr. Was machen wir denn heute? Wir gehen hier eigentlich immer rum, samstags, gucken, ob wir ein paar Outfits finden, befragen die Leute dann. Viele sagen aber auch nein. Ne? Also, alles klar. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Ja, dann. Je nachdem. Lass uns doch mal gucken, ob wir heute Glück haben. Ja, okay. Also wir müssen viel gehen schon mal. Perfekt. Also Real Talk, ich hab auch schon mal so eine Umfrage gemacht, mehrere sogar und letztens gerade mit dem Lionel. Die Leute, die ihn nicht kennen, Lionel gerne abchecken. Ehemalig Ask Switzerland hieß der Kanal, heute Lionel, richtig cooler Channel. Und es ist wirklich unglaublich, wie viele Leute man fragen muss, bis jemand ready ist für so ein YouTube-Live-Interview. Ist wirklich sehr wild, sehr, 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 sehr wild. Das ist wirklich nicht, nicht ohne. Da ist man irgendwie schlussendlich 3-4 Stunden unterwegs und hat dann seine 10 bis 11 oder 12 Leute gefunden. Und dann hat man aber insgesamt 30, 40 Leute angefragt. Und eben 2/3 davon will gar kein Interview oder will gar nicht aufgenommen werden. Das ist wirklich harte Arbeit, ohne Witz. Also so ein 10-Minuten-Video dauert richtig lange, vor allem fürs Aufnahmematerial. Leon Saljewicz ist YouTuber. Sein Konzept? Er fragt Menschen, wie teuer ihr Outfit ist und rechnet es am Ende zusammen. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder in Hamburg unterwegs und checken ein paar Outfits ab. Ich bin gespannt, was wir finden. Wie heißen Sie? Kai. Kai. Kai, Sie haben ein richtig cooles Outfit an. Danke. Fangen wir mal bei den Schuhen an. Die Schuhe sind aus Zürich. Aus Zürich. Was für Schuhe? Louboutin-Schuhe. Was kosten die Schuhe? In echt. Ist das jetzt Louis Vuitton oder ist Louboutin nochmal eine andere Marke? Ich bin da absolut nicht. Oh, geil. Darum hat es so viele Dislikes. Stream enthält urheberlich geschütztes Videomaterial und wird daher möglicherweise vorübergehend gesperrt. Danke. Sag mir bitte nicht, ist Y-Kollektiv wieder, was war das? WDR? Nee.
Seht ihr das überhaupt noch? Funk ist es, ja, Funk. Chillig. Also Funk, Funk blockiert also auch, oder? Ist es so? Ist es so, dass Funk auch blockiert? Oder ich check's jetzt gerade nicht. Oder woran liegt's, meine Freunde? Ach komm schon. Das kann's doch nicht sein, oder? Ist das wieder so eine Sache, wo der Stream gesperrt wird? Leck mich doch am Schnürsenkel. Wir gucken jetzt einfach weiter. Und ich hoffe, dass es nicht an dem liegt, sondern an irgendeiner Hintergrundmusik, die wir gerade vorhin gehört haben. Lange, 2,5. Ist auch echt Wasserschlange wahrscheinlich, ne? Python. Python, ja. Okay. Seine erfolgreichsten Videos erreichen Millionen von Aufrufen. Python, Diggi. Python-Schuhe, okay. Da bin ich sehr froh, tatsächlich mit meinen Schuhen von Markus Koch. Sind richtig nice. Die fühle ich am meisten. Und ja, die waren wahrscheinlich wesentlich günstiger als die Python-Schlangenschuhe. Um die Fashion Victims zu finden, braucht Leon selbst in Hamburg richtig Zeit. Also an einem guten Tag mache ich 25.000 Schritte am Tag. 25.000? Ja. Sportlich und dann unterwegs. Hier immer so im Block? Ja, immer hier. Boah. Ich bin echt gespannt, wie er Menschen screent und wie viel sie für ihr Outfit ausgeben. Und ich will sie mir natürlich danach schnappen und erfahren, warum. Sagen wir mal, ich würde einen Ratgeber machen, so wie man auf jeden Fall in deinen Videos landet. Was müsste man machen? Außer samstags bei gutem Wetter in Hamburg sein, in der Innenstadt. Man müsste also an einem ein schönes Outfit anziehen. Mhm. Und entweder wird die Person dann von mir angesprochen oder sie kann mich ansprechen und fragen, hey Leon, ich möchte gerne mal in eines deiner Videos mitmachen. Ja. Aber gibt es so Sachen, die du so, die du siehst und wo du direkt sagst, alles klar, die Person picke ich mir raus? Ja, wenn jetzt jemand ein komplettes Markenoutfit anhat, das finden die Zuschauer immer sehr interessant, deswegen nehme ich das mit rein. Mhm. Ich persönlich finde es immer am interessantesten, wenn ein Outfit gut aussieht, gut kombiniert ist. Ja, sehe ich auch so. Ich beschäftige mich echt viel mit Mode und bleibe manchmal selbst an Leons Videos hängen. Sie werden mir einfach in den Feed gespült. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Videos von Leon eigentlich ganz nice, weil es mir auch mal so einen anderen Blickwinkel auf dieses ganze Thema oder dieses ganze Thema Kleider und Co. gibt. Ich muss aber an der Stelle einfach sagen, ist überhaupt nicht meine Welt und ich fühle es gar nicht, extrem teure Kleider anzuhaben. Ich fühle es sogar viel mehr, kostenlose Kleider anzuhaben. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, im heutigen Depot-Update hatte ich ja den neuen You-Pullover an in Pink. Absoluter Fan von diesem Pullover und meine Güte, muss ganz ehrlich sagen, ich finde den tausendmal besser als jeden Pullover, den ich für 100 Euro, 500 Euro, 5000 Euro kaufen könnte, weil ich den einfach geschenkt bekommen habe von You. Richtig nice, geile Story dahinter und auch ein geiler Pullover. Ich habe aber den Eindruck, Luxus ist normalisiert und das erhöht den Druck. Auch auf uns, die den Content konsumieren. Los geht's mit Outfits checken. Also wenn wir eh schon beim Thema Content konsumieren sind, ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, hilft ungemein den Algorithmus und vielen Dank an die 100 Leute, die gerade dabei sind und zuschauen. Grüße gehen raus an euch alle. Lasst gerne, wie schon gesagt, den Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen und abonniert den Kanal. Wird hier oben schön eingeblendet, wenn ihr noch kein Abonnent seid und neuer Abonnent im Finanzrudel werdet. Ja, Montclair bist du, aber ich glaube, es ist halt... Ja, aber ich... Valencia, du kannst mal fragen, ne? Ja, why not? Moin Jungs, wie geht's? Auch, danke. Ich bin gerade am Drehen und ihr habt coole Outfits an. Habt ihr vielleicht Lust mitzumachen? Gerne. Für diesen Film habe ich viel recherchiert. Ich habe Studien gelesen, mit Insidern der Industrie gesprochen, war in Modegruppen unterwegs. In Reportagen lässt sich nicht extrem viel Wissen transportieren. Aber die für mich spannendsten Fakten werde ich mit euch teilen. Lass mal bei den Schuhen anfangen, was haben wir da? Das sind Balenciaga Triple S, diese schwarzen, ich glaube, das ist Clearsole, heißt die, glaube ich. Ja, kann sein. Ja, habe ich schon ein bisschen getragen. So. Ja. Wie sind die so, was hast du bezahlt für die und wo hast du die her? 850, 895. Boah, 895 Euro. Also ich finde halt so das Krasse bei Kleidern, wenn man 800 Euro ausgibt für Schuhe, die werden zerlatscht, den läuft man und die werden verwendet. Wenn ich 800 Euro für irgendwas hier hinten ausgebe, ich verbrauche das ja nicht, ich mache es ja nicht kaputt, ich lasse es meistens auch zu und das Zeug wird mehr oder weniger
dadurch natürlich nicht verwendet oder verbraucht. Und falls es dann noch Wertgewinn hat und der Zustand immer noch gut ist, hat man auch entsprechend allenfalls sogar eine Rendite allenfalls, obwohl man es ja eigentlich konsumiert hat. Also das ist, glaube ich, schon so der Unterschied. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sammeln Sneaker und ziehen die zum Beispiel gar nicht an. Das kann ich dann eher nachvollziehen. Ich habe da erst letztens auch mit jemandem gesprochen über diesen Back to the Future Nike Collab Sneaker, der rausgekommen ist, der ja ultimativ teuer ist, glaube ich 40.000-50.000 Dollar oder irgend sowas mittlerweile. Aber den trägt man, glaube ich, auch nicht, oder trägt man sowas? I don't really know an der Stelle. Anonymous, die Schuhe würde ich nicht mal tragen, wenn man mir dafür 800 € zahlen würde. Also hey, Anonymous, wenn du mir 800 € zahlst plus mir die Schuhe gibst, ich trage die liebend gerne, weil dann habe ich die kostenlos plus noch Geld dazu bekommen. Also melde dich gerne bei mir an info@sparkujude.ch und wir können auf jeden Fall was Gescheites abklären hier an der Stelle. Irgendwie sowas? Ja, kommt hin. Und ja, woher? Vom Balenciaga-Shop. Das ist schon ein bisschen länger her. Hier in Hamburg oder? Nee, online. Online. Seht ihr da die Schlange in der Unschärfe vor dem Louis-Store? Teilweise sind die Leute deutlich jünger als ich. Ich brauche die Seite für die Kunden, ich brauche das Schaufenster. Wir haben da drüben keinen Platz mehr. Die Kunden müssen sich jetzt hier aufreihen, leider. Hallo. Okay. Deswegen. Ach, wir gehen ein Stück zurück, genau. Oder? Ja, dann sieht einmal auch woanders, wenn wir da sind. Nee, wir gehen hier, hier passt das. Genau, Sie müssen sich einmal jetzt hier hinstellen. Okay. So, woran stehen wir? Bei der Tasche, ne? Jo. Die hatte ich von Horstmann Sander in Hannover. Hallo. Hatte ich noch Glück gehabt, dass sie noch gibt. Bruder, okay, warum? Ich glaube, der Stream ist vorübergehend gesperrt. Wieso wurde er gesperrt? Ist hier noch jemand drin eigentlich? Sieht ihr? Ja, ist Stream unavailable. Ja, chillig. Ja, ist geil. Da will man eine geile Reaction machen und dann so eine Scheiße. Dafür zahlt man doch gerne GEZ. Oder? Oder? Ja, komm. Schleck mal eins. Und weg ist der Stream. Ja, Mann. So schaut's aus. Stream gone. Ja, komm. Also, was. Also, das. Also, guckt mal. Real Talk. Dafür gibt's von mir ein Dislike. Dafür gibt's von mir ein Dislike. Ist so. Ist einfach so. Na? Das gibt ein Dislike. Meine Güte. Das ist schon. Also, das ist ganz eklig. Das ist eine ganz eklige Nummer. Das ist wirklich. Also. Ist das ein Louis? Louis. Sorry, das geht einfach gar nicht, okay? Das finde ich einfach topmäßig mies. Ich nehme direkt mal das Video raus von denen. Aber nur ekelhaft. Also, die bekommen von mir gar keine Promo. Klar, dass so viel Dislikes gehabt. Nur schon alleine wegen dem, ne? Dass man hier nicht mal drauf reagieren kann, sich das angucken kann. Und ja, das ist einfach nicht nice an der Stelle. Ich hätte das ja gerne mit euch angeschaut. Der Stream ist nämlich immer noch gesperrt. Ich verstehe aber nicht ganz, warum. Daten vielleicht. Geht er dann wieder auf, maybe. Who knows? Eigentlich sollte sich das dann wieder lösen. Ekelhaft. Das ist auch nur ekelhaft. Das ist einfach nur ekelhaft, Mann. Es ist einfach nur ekelhaft. Guck, wir nehmen jetzt einfach das Video, wo der Boy drin gewesen ist. Das ist wahrscheinlich genau das Video. Das ziehen wir uns rein. Und ja, ich hoffe, der Stream geht gleich wieder online. Sehr geschmeidig. Sehr geschmeidig. Also das ist wirklich unter aller Sau. Sorry, das ist unter aller Sau. Unter aller Sau. Es ist einfach nur scheiße. Oh. Ich muss, glaube ich, den ganzen Stream nochmal neu machen. Wir sind hier wirklich... Das ist schon echt bitter. Das ist sehr bitter, wenn ich das so sagen darf. Das ist wirklich, also das ist wirklich ehrenlos. So, jetzt müsste aber wieder gehen, oder? Jetzt geht's wieder. Ich glaube, jetzt geht es wieder. Wir sind wieder weg.
Wir sind wieder back on stream. Jetzt müsste es wieder gehen. Ach komm schon, das ist doch voll für den Arsch. Das ist voll für ein... Sorry, es ist einfach ehrenlos. Ich habe hier ein neues Video rausgesucht, wir schauen uns das an. Das hat wesentlich bessere Like- und Dislike-Ratio. Und es geht mehr oder weniger um... Nicht dasselbe, aber um etwas sehr ähnliches. Nämlich um ein 14.000 Euro Outfit. Das kommt etwa hin. Ein Monatsgehalt für ein Outfit. Ja. Und ja, also ihr seht schon wieder, ist schon bitter. Also das, ich meine, wofür zahlt ihr diese Fernsehabgaben oder was auch immer, wenn man nicht mal, also das finde ich schon krass, das ist schon ganz krass, das ist sehr wild und ja, schauen wir uns auch dieses Video an und ja, weiter geht's. Was hast du aus der Reinigung abgeholt? Eine Jacke. Eine Jacke, ich sehe schon von Gucci. Soll ich mal zeigen? Ja, zeig mal, ja. Pullover. Von Stone Island. Stony Mahoney. Das sind Nike Off-White Prestos. Nike Off-White Presto. Du hast das Off-White Benzel abgemacht, ne? Ja. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert in der Hamburger Innenstadt. Ich bin gespannt, was für Outfits wir heute finden werden. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Wie heißt du? Christian. Christian. Genau. Was geht ab heute? Ach, ein bisschen gucken. Also, er hat eine Tasche an. So ein Manbag, der ist, glaube ich, immer teuer. Er hat ein Louis Vuitton Bag dabei. Okay, er hat eine dicke Uhr. Pulli sieht normal aus so. Habe ich auch solche Pullis. Hose, eine normale Jeanshose. Brille vielleicht noch was Teures. AirPods, okay. Also, ich denke so, sein Outfit ist so im mittleren Bereich. Ich glaube nicht, dass das so teuer ist. Das sieht jetzt auch nicht irgendwie speziell aus. So würde ich fast schon rumlaufen. Ohne den Bag hier. Ohne diesen Man-Bag hier oder wie man dem auch sagt. Was hier so läuft, ne? Ja, kommst auch aus Hannover, ne? Genau, aus Hannover. Ja. Christian, auf jeden Fall cooles Outfit. Dankeschön. Ich mag deine Schuhe, was haben wir da? Valentinos. Valentinos. Ich weiß nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall, ja. Weiß ich auch nicht, aber die sehen auf jeden Fall gut aus. Sind die auch bequem? Ja, sehr bequem. Was hast du bezahlt für die? Für die hat ich, glaube ich, 590 bezahlt. 590. Ja. Was, das sind doch nur irgendwelche schwarzen Schuhe, okay. Im Detail liegt die Würze. Also für mich, das sah jetzt so aus wie so normale Schuhe halt, die man so halt im Dosenbach, im Deichbach kaufen kann. Okay, nice. Und woher? Die hat ich bei uns im Horstmann und Sander gekauft. Horstmann und Sander. Okay. Alle, die aus Hannover kommen, gehen immer Horstmann und Sander. Das ist der einzige Laden, den man in Hannover hat. Ja? Ja, okay. Sonst kriegt man dann nichts Besonderes. Hose, was haben wir da? Levi's. Levi's Hose. Die habe ich für einen 100er gekauft. Okay, und die 100er ganz entspannt. Genau. Gürtel, was haben wir da? Da habe ich einen Louis Vuitton. Zeig mal ein bisschen Kamera. Louis Vuitton Gürtel. Ja, ja. Für den weiß ich gar nicht, 480 oder sowas. Ne? Boah, ich habe immer noch denselben Gürtel, glaube ich, seit den letzten 10 Jahren. Also ich habe immer noch den ein und denselben Gürtel, den ich seit 10 Jahren habe. Und ich habe absolut keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Real Talk an der Stelle. Ja. Das ist keine teure Uhr, ist eine Smartwatch für ein paar hundert Euro. Läuft. Thomas ist natürlich wirklich hammermäßig am Start. Er erkennt nicht mal eine Smartwatch von 3 Meter Entfernung. Ihr seht, ich bin wirklich Experte, wenn es darum geht, Outfits zu checken. Aber ich bin schon sehr weit gefehlt. Also mich würde immer interessieren bei solchen Outfits, also was steckt finanziell dahinter? Ist das eine Person, die sehr vermögend ist? Oder ist es eine Person, die einfach all sein Vermögen und all sein Geld in Outfits steckt und eigentlich gar nicht vermögend ist? Das würde mich immer interessieren. Leider sieht man das tatsächlich nicht. Oder die Person müsste halt sagen, so, ja, das ist nur ein kleiner Teil von meinem Geld, was ich ausgebe für solche Luxuskleider. Ja, Richtung. Ja, aber ist auch ein schöner Gürtel, muss ich sagen. Ich bin mehr auf Gucci, ne? Aber ja, Louis ist auch so. Ja, gut. Okay, was haben wir noch? Pullover. Von Stone Island. Stony Mahoney. Habe ich 3 Scheine geholt. 3 Scheine? Genau. Wo kriegt man das her? Habe ich 300. Bei uns bei Schlösser gekauft. Schlösser? Schlösser, genau, heißt das da bei uns. Coole Namen habt ihr auf jeden Fall in Ordnung. Ja, kann man so sagen. 300. Okay, dann was haben wir noch? Deine Tasche. Die habe ich auch bei. Nee, die habe ich online bei Gucci bestellt für 750. 750, das ist. Ich finde es so geil, dass sehr oft so eine Tasche mehr kostet als vermutlich fast der ganze Inhalt, der da drin ist. Also selbst wenn du noch einen Ticken eine teurere Tasche kaufst, ist sogar das Handy günstiger als die Tasche. Das heißt, ein Taschendieb
klaut dir deine Tasche nicht, weil du was drin hast, was wertvoll sein könnte, sondern er klaut dir die Tasche, weil die Tasche so viel wert ist. Meine Güte. Also, das ist sowas, das finde ich ultimativ crazy. Aber hey, I don't judge. Schaut mal da hinten. Aber es ist halt schon sehr wild. Also, die ganze Tasche ist mehr wert wahrscheinlich als mein ganzer Kleiderschrank nur. Und mein Kleiderschrank passt nicht in seine Tasche. Das ist so ein Pax-Schrank, ein 50 cm Abteil, da sind all meine Kleider drin. Und das ist wahrscheinlich weniger wert als diese Tasche für irgendwie 700-800 €. Wow. Das kleine Modell, ne? Genau, das ist das kleine Modell. Okay, nice. Dann deine Uhr, sieht aus wie eine Smartwatch. Ja, ist von Fossil nur. Ist eine Smartwatch von Fossil? Genau. Okay. Dafür hatte ich, glaube ich, 300 bezahlt. Genau. Für eine Smartwatch. Okay, nicht schlecht. Deine Brille? Von Prada. Die hatte ich für 240 geholt. 240 Euro? Okay. Okay, was haben wir noch? Ich sehe, du hast eine Kette. Ja, die ist von Taipan. Ja. Geiler Schmuck, den die da machen auf jeden Fall. Das habe ich bezahlt. 90 Euro nur. 90 Euro. Ja. Dein Armband? Das eine habe ich von meinem Onkel geschenkt bekommen zum 18. Welches? Das gerade hier? Ja. Das kann, oh, nicht schlecht. Ja, und das andere ist auch von Taipan, auch für 70 Euro oder sowas. Und das Cartier Armband, das ist ja schon ein bisschen teurer, ne? Ja. Was kann schätzt du? 2-3K? Ich weiß nicht, einmal, also das hier, das mit den Steinen, so 11, glaube ich, hat das gekostet. Das hier, 11.000 Euro. Was? 11.000 Euro am Handgelenk, let's go! Ich dachte jetzt so, er redet hier von so auch so 200-300 Tacken, genauso wie die Halskette 90. Alter, was? 11? 11K für so ein Armband? Holy smokes! Was sind da drauf? Diamanten? Oder was ist denn das hier? Wow! Holy smokes! Nicht schlecht. Ich hab extra gegoogelt. Ja. Extra gegoogelt. Geiles Geschenk auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay. Da haben wir alles? Ja. Okay, Leute, Outfitpreis bin ich hier ein. Christian, teures Outfit erstmal, ne? Ja. Wie machst du das? Eltern, Onkel. Ja? So. Okay, arbeitest du schon oder gehst du eine Ausbildung? Er macht eine Ausbildung, sein Armband ist so viel wert wahrscheinlich, wie er in einem ganzen Jahr während der Ausbildung verdient oder sogar noch mehr. Brutto. Oh, das ist ja ultimativ krass. Boah, holy smokes. Also, stellt euch mal vor, er ist in der Ausbildung. Stellt euch mal vor, dieses Geld, statt dass es in Kleidern wäre, wäre es in Vanguard FTSE All World ETF invested. Ja? Und er hat dieses Armband schon seit er 18 ist. Vielleicht ist er jetzt schon 20, 21, 23 Jahre. Stellt euch mal vor, diese Renditen, dieses Geld, was einem durch die Lappen geht, für ein Armband. Holy smokes. Wobei, man könnte jetzt diskutieren, das Armband könnte ja auch noch eine Wertanlage sein. Es könnte natürlich auch an Value gewinnen. Ich weiß nicht, ob der Armbandmarkt ähnlich wie Armbanduhrenmarkt ist. Das könnte durchaus sein. Aber, das ist schon sehr wild. Also 11.000, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt all meine Verbrauchsgegenstände zusammennehme, nicht mal mein Mobiliar, also mein Mobiliar ist so viel wert, ja. Also wenn ich jetzt so, ich sag's mal so, wenn ich meine Arbeitsgeräte nehme und alles drumherum hier beim Arbeitstisch, okay, dann sind wir bei irgendwie 12.000, 13.000, 14.000, aber das sind Arbeitsgeräte und mit denen verdiene ich ja Geld. Aber das ist halt ein Armband, holy smokes. Und es ist auch ein Verbrauchsgegenstand wieder, man trägt ihn. Das ist auch so das Problem, was ich mit Luxusuhren habe, wenn ich jetzt eine hätte. Ich könnte das halt nicht tragen, weil, ich meine, guckt mal, so, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich versuche das hier so ein bisschen. Wie kann ich hier die Apple Watch abschalten? Ich habe hier so einen dicken, fetten Kratzer drin. Ich würde den gerne zeigen. Ja, komm, fokussier doch einfach. Komm schon. Wieso will er nicht fokussieren? Er will nicht fokussieren. Hallo? Will die Kamera einfach nicht? Oder? So, hier, guckt jetzt mal. Weiß nicht, ob man es sieht. Ja, hier, seht ihr den? Ah, es ist halt verschwommen. Aber seht ihr das? Dieser Strich. Das ist ein... Da jetzt! Dicke, fette Kratzer drauf. Also, ich wäre halt jemand... Der könnte die Luxusuhren einfach nicht tragen, weil ich die einfach kaputt mache, ja? Ich mache die einfach kaputt. Und wenn ich eine Luxusuhr hätte, dann würde ich sie einfach nicht tragen. Aber ja.
Ist halt schon wild. Ja, okay. Okay, Christian, dann vielen Dank fürs Interview. Nicht dafür. Möchtest du irgendjemanden grüßen, dein Instagram? Ach, alle aus Hannover, alle Freunde von mir. Wie heißt du? Tom. Tom, was geht ab heute? Ja, ein bisschen shoppen, Sachen aus der Reinigung abgeholt und ja. Was hast du aus der Reinigung abgeholt? Eine Jacke. Eine Jacke, ich sehe schon von Gucci. Soll ich mal zeigen? Ja, zeig mal, ja. Ist das so eine Herbst-Frühlingsjacke oder eine Sommerjacke? Nee, das ist eine wendebare Bomberjacke. Ah, okay. Genau. Die kenne ich sogar. Genau, die ist ganz cool. Die kostet ja. 1,8, oder? Nee, 1,2. 1,2. Ja, 1,2, Schnäppchen, Dingi. Schnäppchen. 1,2. Sag ich doch. Ich meine, meine letzte Jacke, die ich habe, das ist die pelzige Jacke mit Fake-Pelz, die habe ich von meiner Freundin stibitzt. Das ist die Aktienzuhälter-Jacke. Also mehr oder weniger auch kostenlos gewesen, sozusagen. Ja. Ja, okay, nice. Hast du die hier vom Gucci Store, oder? Genau. Okay. Okay, nice. Was zahlt man dann für so eine Reinigung? Hat Gucci gemacht. Ach, Gucci macht das? Ja. Umsonst? Ja. Wow. Besseren Service gibt's genau. Nicht, ne? Krass, okay. Ja, okay, nice. Auf jeden Fall, Tom, cooles Outfit erstmal. Also, ja. Lass mal bei den Schuhen anfangen. Also wenn ich eine Gucci-Jacke habe, dann machen die Reinigung? Ist das im Preis im Begriffen? Okay. Das fand ich jetzt schon eher krass. Das finde ich schon eher wild. Wow. Ja, ich habe für meine Cam zu wenig bezahlt. Really reloaded, absolut. Nadine Hoffmann schreibt, ich sehe es einmal wirklich nicht ein, so viel Geld hinzublättern, da ich zu geizig für bin, also für solche Kleider. Also ich sehe es auch nicht ein, aber ich kann, also ich will es jetzt nicht haten, weil ich gebe auch, also ich kann es verstehen, eben mit dem Punkt, solange man auch genug Geld investiert und auch genug Geld verdient, finde ich es okay, wenn man teure Kleider kauft, aber ich finde, es muss in einem Rahmen bleiben, prozentual vor allem. Zeig mal ein bisschen Kamera, was haben wir da? Balenciaga Speed Trainer. Ja. Genau. Wo hast du die her und was hast du bezahlt? Hier aus dem Alsterhaus habe ich bezahlt 645 Euro. Genau. 645 ist ein günstiger Preis eigentlich, oder? Ich hatte schon länger. Nee, ich hatte schon länger. Der Preis ist eigentlich ein günstiger Preis. Yes, Mann. Yes. Yes. Ist chillig, du. Ich meine, so 650 für ein paar Schuhe. Günstig, chillig, ein paar Turnschuhe für 6,50. Also da habe ich direkt ein Schnäppchen gemacht. Ich glaube, also Schnäppchen des Jahres auf jeden Fall. Also läuft hier beim lieben Tom auf jeden Fall. Finanziell sehr steil bergauf. Ist angestiegen, aber ja, ich hatte sie schon länger. Okay, genau. Okay. Sehen aber noch sehr gut aus, finde ich. Naja. Was haben wir noch? Hose? Hose von Zara. Weiß nicht, 25 Euro. 25 immer die Hosen sind günstig. Warum? Ja, okay, machen wir jetzt mal T-Shirt weiter. Was haben wir da? Auch Zara. Auch Zara. Ich weiß gar nicht, wie teuer. 15, 20? 15, 20, ja. Dann dein Oberteil? Von Gucci. Die hat gekostet 1480. 1480. Genau. Okay. Ist das also, aus der neuen? Hä? Also, ich check halt nicht so. Er hat da unten auch eine Jacke, die sieht ziemlich ähnlich aus, so vom Schnitt her und so. Wieso hat man... Ja, okay, es ist halt wahrscheinlich wie verschiedene T-Shirts. So, ich habe halt nicht so viele Jacken. Ich habe so für den Winter eine Jacke und für Sommer eine Jacke und eigentlich that's it. Und dann vielleicht noch sowas dazu. Also ich habe drei Jacken und mehr habe ich gar nicht. Und jede Jacke hat also seinen eigenen Schnitt und ist für seine eigene Jahreszeit. Aber eben, ich bin halt nicht so in diesem Kleidergame drin. Also ich trage geschenkte Kleider. Und also ich muss ganz ehrlich zugeben. Also ich könnte mir all diese Sachen leisten, die wir jetzt gerade hier in diesem Video gesehen haben. Und es wäre noch im Rahmen. Es wäre jetzt nicht irgendwie übertrieben oder so, sondern ich könnte es mir leisten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mich würde es erstens mal nicht reizen, solche Kleider zu tragen. Zweitens würde es mich reuen. Weil wenn ich mir so teure Kleider kaufe, denke ich mir, wieso trage ich die? Ich würde sie sonst einfach nur lieber zurücklegen als Investment. Was weiß ich, alternative Wertanlage, I don't know. Also ich weiß halt nicht. Vielleicht bin ich einfach zu, was das angeht, kann ich einfach das nicht verschwenden, wenn ihr versteht, was ich meine in diesem Kontext. Ja. Also wie schon gesagt, es wäre mir zu schade jetzt, um diese Jacke für fast 1500 Euro zu tragen. Ich würde die persönlich nicht tragen. Drei Jacken, zählt da dein Pelzmantel mit rein? Ja, der zählt dazu. Ist übrigens kein Echtpelz natürlich. Hat irgendwie, glaube ich, 70 Euro in Frankreich gekostet.
Was ist jetzt los mit dem Livestream hier? Verstehe ich nicht, Dagobert Duck. Wir streamen doch gerade, oder ist gerade wieder offline? Patricks Finanzen haut raus. Man merkt direkt bei den ganzen Typen, dass sie die Klamotten mit den Logos tragen, die man auf 1 Kilometer Entfernung direkt erkennt. Sie werden keine tragen, wo das Logo sehr klein ist oder nur in... Okay. Kollektion? Kenne ich gar nicht, diese Jacke. Ja, die ist relativ neu, ja. Okay. Von diesem Jahr noch? Von diesem Jahr. Ja, okay. Die habe ich noch nicht sehr lange. Also okay. 4 Monate? Ja. 3? 4? Ja, ungefähr. Okay, nice. Was haben wir noch? Rucksack, zeig mal in die Kamera. Louis Vuitton Rucksack? Genau. Heiße Zeit 1650, der ist auch angeschrieben, weiß ich nicht mehr genau. Der hat Alter! Ja. Laptop, Rucksack. Ich meine hier, American Tourist, kennt man noch die Marke. Ja, satte 35 Franken. Lässt sich ansehen, meine lieben Freunde. Noch ein bisschen gepimpt, mit ein paar Anhängerchen, sogar eine Taschenlampe. Die war kostenlos, war ein Werbegeschenk. Auf jeden Fall 35. Crazy shit. Also ohne Witz, ich find's so krass, wie, also ohne Witz, wenn ich jetzt ein Dieb wäre, also nicht, dass ich ein Dieb bin, aber wenn ich ein Dieb wäre, scheißegal, was der in dem Rucksack drin hat, Alter. Scheiß drauf, Mann. Einfach den Rucksack nehmen. Den Rest, was drin ist, einfach in den Abfall schmeißen und mit dem Rucksack davonlaufen. Ja? So läuft der Hase halt. Real Talk. Direkt am besten noch die Jacke mitgehen lassen. Da hat man direkt 3000 Euro gesnatcht. An der Stelle. Natürlich nur als Joke. Ja? Also ich wünsche niemandem, dass das irgendwas sowas passiert. Das ist das Schlimmste überhaupt. Solche Geschichten, wenn man ausgeraubt wird oder physische Gewalt, whatever. Aber ich meine jetzt einfach nur, ich finde so vom Konzept her, das ist ultra krass so. Crazy. Habe ich auch schon länger. Okay. Genau, aber ungefähr. Ja, aber Louis ist auch sehr wertstabil, was die Tasche genau angeht, ne? Okay, nice. Dann deine Brille, was haben wir da? Auch von Louis. Auch von Louis. Die hat gekostet 495 Euro. Genau. Ja, okay, nice. Dann, was haben wir noch? Eine Uhr oder so? Gürtel? Nee. Okay, Leute, Outfitpreis blende ich einmal hier ein. Tom, cooles Outfit. Ja. Jetzt 4.300, also... Ich weiß ja nicht, aber Real Talk, denkt ihr, Tom hat 4.310 Euro in seinem Aktiendepot in ETFs, Aktien oder Kryptos investiert? Denkt ihr das? Ja oder nein? Was meint ihr? Denkt ihr, Tom hat ein 4.310 Euro Portfolio, Investmentportfolio? Ich bezweifle es, ich hoffe es, dass er eines hat, aber ich bezweifle es und lasst einen Daumen nach oben da für jeden Tom, der ein Outfit da hat für 4.300 Euro, aber leider kein Depot hat. Seid ein guter Finanzrudel oder ein gutes Finanzrudelmitglied und helft jedem Tom mit dem Daumen nach oben hier. Mal eine Frage, wie machst du das? Ist ja ein relativ teures Outfit. Was machst du beruflich, darf ich dich das fragen? Also oder? Ich mache was mit Mode, ich verkaufe Sachen weiter und dann mache ich noch eine Ausbildung bei der Bahn. Und okay. Genau. Okay, das heißt durch die Ausbildung und so ein bisschen Reselling. Ja, genau. Okay, nice. Okay, Tom, dann vielen Dank fürs Interview. Gerne. Wie heißt du? Ich heiße Kashaya Jadali. Kashaya. Ja. Was geht ab heute in Hamburg? Ja, bisschen einkaufen, dies, das. Ne? Hab mir vorhin noch eine Jacke geholt. Ey, also sorry, jetzt mal ganz Klartext. Dieses Outfit, so würde ich jetzt auch rumlaufen. Oder ähnlich. Und mein Outfit würde so... Real Talk, jetzt mal abgesehen von der Uhr, ich habe keine Ahnung von Uhren, aber ohne die Uhr, Real Talk, 50 Stutz, vielleicht auch weniger, weil ich Dinge geschenkt habe oder geschenkt bekommen habe, 50 Franken oder so, wäre jetzt das Outfit, plus Schuhe vielleicht 100, 150 Franken mit Schuhe. Das wäre mein, so würde ich sogar jetzt, Real Talk, so würde ich aussehen und rumlaufen. Aber jetzt sind wir natürlich gespannt, weil das sind wahrscheinlich Markenklamotten und das heißt, die Preise haben Pfeffer in sich. Richtigen Pfeffer. Also Winterjacke, ne, hatte ich gebraucht, also von daher, ja. Okay, welche Winterjacke hast du dir geholt? Eins von Blauer habe ich geholt. Blauer? Ja. Das ist auch eine sehr gute Marke, ja, für Winterjacke. Ja, ziemlich schön lang, ne, macht mich irgendwie größer, ne, als ja. Ich schon bin, ja.
Ja. Also so mantelmäßig, oder? Ja, mantelmäßig, okay, ja. Okay. Ist schon ziemlich entspannt an, ja. Auf jeden Fall cooles Outfit. Danke. Geile Schuhe hast du an. Welche Danke. Schuhe sind das? Das sind Nike Off-White Prestos sind das. Nike Off-White ja. Presto. Du hast das Off-White Benzel abgemacht, ne? Ja. Warum? Ja, war mir ein bisschen zu viel. Stört, ne? Ja. Man kommt immer irgendwo gegen damit. Ja. Ja, ist da halt ein bisschen kritisch dann immer. Normal. Ja. Okay, wo hast du die her und was hast du bezahlt? Ich habe die von eBay Kleinanzeigen gekauft. Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich habe nämlich Yeezys dazu noch abgegeben. Also die Schuhe habe ich da für 400 sozusagen geholt. Also hast du die so ein bisschen getradet? Ja. Die habe ich auch einmal nach Südafrika verschickt. Echt? Warum hast du? Ich habe die halt nämlich zum Verkauf reingestellt. Ne, und da hat einer die haben wollen und habe die dann halt nach Südafrika geschickt und die habe ich nach einem Jahr erst wieder zurückbekommen. Der Typ hat es nicht bezahlt, ja, und der hat es wieder zurückgeschickt. Ach so, okay. Ja, war schon kritisch dann, ja. Alter, what? Der hat doch safe wieder Fake-Schuhe zurückgeschickt bekommen, Real Talk. Das sind doch Fake, wenn er die nach Südafrika geschickt hat und die sind wieder zurückgekommen, sind das jetzt safe Fake-Schuhe. Safe. Aber Real Talk. Kann mir keiner erzählen, dass die noch real sind. Ja. Aber wie hast du es dann zurückbekommen? War das über einfach, eBay direkt? Oder? Ja, der hat es dann halt einfach wieder zurückgeschickt. Dann. Also von Südafrika aus nach bin okay. Also du hast ihm die Schuhe geschickt und er hat noch nicht bezahlt? Ja, der hat es nicht bezahlt. Ja, hat er aber zum Glück nicht gemacht. Also ich bin da wirklich, wirklich froh darüber, dass er es nicht gemacht hat. Ja. Alter, wer schickt Ware ab, die nicht bezahlt worden ist? Was ist los mit den Menschen? Ich hab, also, hä? Hä? Wir schicken hunderte von Paketen ab, regelmäßig. Und wir verschicken doch nicht Ware, die nicht bezahlt worden ist. Und erst recht nicht ins Ausland. Hä? Und dann noch nach Südafrika. Hä? Alter Schwede, what the heck? Also, das hat jetzt nichts mit Kleidern zu tun, aber bin ich jetzt hier gerade der Einzige, der komplett auf dem Schlauch steht, oder labert der jetzt komplett irgendwelche Fake-Stories, Fake-News, oder was ist hier los? Oh mein Gott, holy smokes. Ja, ich war wirklich außer Fassung, als ich die Schuhe dann gesehen habe. Ja. Okay, nice. Was haben wir noch? Hose? Ja, Hose von Zara, 40. 40 ne? Euro, ja. Ganz entspannt. Ja. Die Pulli habe ich aus Insta, More Money and More Love heißt die Seite und dafür habe ich 60 bezahlt. Okay. Ja. Du bist ja schon der Zweite, der bei Instagram einkauft. Ja. Kannte ich vorher gar nicht. Das ist schon angenehm da. Wurde dir da Werbung angezeigt und du hast es gekauft oder wie war das? Ja, es wurde okay. Werbung angezeigt und da habe ich dann halt gesehen, ne? fand das Bild auch ziemlich gut. Also okay. Habe da einmal ein T-Shirt und einen Pulli gekauft. Was zahlt man dafür? Für die habe ich, glaube ich, 60 bezahlt. 60? Ja. Alter, da das ist noch ganz krass. T-Shirt darunter. Auf Instagram einkaufen, ganz krass. Also das läuft richtig brutal. Also man kann da auch gut Ads schalten. Also egal in welchem Bereich, nicht nur Kleider. Das läuft. Die Alexandra ist auch so jemand, der wenn was Nices ist, dann koppt sie das. Also jetzt nicht nur Kleider, andere Sachen, so Schnickschnack auch. Und sie ist dann auch sehr anfällig für solche Sachen. Also es ist ganz wild, was auf Instagram da läuft mit Werbung und dann noch Online-Shopping, das ist schon wild, ja. Jason Stone haut raus. Zu meiner Zeit ging es darum, vernünftige Klamotten zu tragen. Wer kaputt oder dreckige hatte, war außen vor. Aber heutzutage sind alle schon kaputt sozusagen. Also so wirklich mit Löchern und so, das gehört zum Design, ich weiß. Oder so extra Dreck, Fake-Dreck rangemacht, ja. Oh Mann. Krügerrandmünzen kauft man ja auch per eBay und nicht beim Goldhändler. Scherz. Also es geht so. Also ich meine, Kleider kannst du auch bei eBay und Co. kaufen. Da gibt es einen großen Markt für. Ist ähnlich wie auch bei Trading Cards und Co. Also das kann ich nachvollziehen. Das ist vollkommen okay. Kleider bei eBay und Co. kaufen. Das ist jetzt nicht schlimm oder so. Man muss halt nur wissen, was man kauft, dass man nicht irgendwie Fake-Ware kauft und so. Das ist schon wichtig. Von unorganisiert heißt die Seite. Okay. Ja, ist auch Overset. Ja. Das ist eigentlich nicht wirklich viel, aber ist halt einfach nur Oversize geschnitten. Was kostet das? 10, 20 Euro? Für die habe ich 30 bezahlt. 30? Ja. Hast du einen Gürtel? Ich habe keinen Gürtel. Kein Gürtel? Nee, aber Uhr habe ich, eine Fossiluhr. Fossiluhr, ja, und 100, schwarz. Ja, schwarz. Ja, das ist Fossil. Eigentlich angenehme Farbe. Also ich finde es halt immer schön. Ja, schwarz geht immer. Ja. Schwarz-weiß geht immer. Ja. Ich bin ja auch schwarz-weiß. Ja. Aber sein Outfit ist eigentlich ganz normal. Ja, ganz teuer. Für die habe ich 60 bezahlt. Das ist ein Polo-Cappy. Ja, ist auch ziemlich schöner.
Ne? Nice. Ja. Okay, dann zuletzt deine Brille. Ja, ist auch von Fossil. Die habe ich, glaube ich, für 120 bekommen. 120, ja. Okay, nice. Okay, ja. Dann haben wir alles, ne? Ja, wir haben alles. Leute, Outfitpreis bin ich einmal hier, ein cooles. Also exklusiv Schuhe, ist das Outfit gar nicht so teuer. Ich finde sein Outfit relativ angemessen. Die Schuhe sind so ein bisschen. Aber der Rest eigentlich ganz okay. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm an der Stelle. So. Finde ich ganz okay so. Bis auf die Schuhe so. Cooles Outfit. Dankeschön. Kashi? Ja? Ja. Haben wir das gemerkt? Ja. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßen dein Instagram? Ich grüße meine Tante Ellie. Ne? Und Sanas grüße ich auch noch. Ja. Perfekt. Dankeschön. Danke. Grüße gehen raus zurück. Aber an der Stelle, also wir sehen, es kann auch normal gehen. Man muss nicht 13.000 Euro, 14.000 Euro für ein Outfit ausgeben. Und weil es so schön war, gucken wir uns noch ein zweites Video an, was hier gerade auf diesem Channel passt. Und wir gucken einfach mal, was gibt's noch Nices, was gibt's Schönes, was gibt's Tolles. Wir haben jetzt die ganz jungen Leute. Die müssen wir uns doch direkt reingönnen an der Stelle. An der Stelle müssen wir uns doch die direkt reingönnen. Weil hier kriegen wir wirklich, den Kollaps auf den Anlagezeitraum, den sie hätten, wenn sie das Geld investieren würden. Let's go. Wow, verklickt. So. Zeig mal in die Kamera. Burberry. Was haben wir noch? Ein Trainingsanzug. Von welcher Marke ist der? Von Gucci. 69. Gucci. Dann dein Pullover. Was haben wir da? Zoom mal ein bisschen ran. Supreme Box Logo. Genau, Supreme Box Logo, das Kreuzbox Logo. Yo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert in der Hamburger Innenstadt. Ich bin gespannt, was für Outfits wir heute finden werden. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Wie heißt du? Ich heiße Michele. Michele, okay, was geht ab heute in Hamburg? Ich bin bei Max zu Besuch. Okay, Michele auch. Freshes Outfit erstmal, ne? Dankeschön. Schuhe feier ich, was haben wir da? Das sind Balenciaga Speed Trainer. Ja, relativ klassisch. Wo hast du die her? Die habe ich in Frankfurt aus dem Filler. August Filler Frankfurt. Ja. August Filler Frankfurt kenne ich gar nicht. Was gibt's da? Nur Balenciaga oder? Ja, nee, das ist wie so ein Alsterhaus in ganz klein. Also so nur ein ganz kleiner Laden. Was ist ein Alsterhaus? Was ist das, Alter? Noch nie von gehört. Die Schuhe sind richtig teuer, wahrscheinlich so 400-500. Mit Off-White, Balenciaga, Palm Angels, Agnes Studios. Okay, die ganzen geilen Brands. Ja, ja. Kriegt man da. Okay, und was zahlt man für die? Für die zahlt man 670, glaube ich. 670. Derzeit, ja. Okay, nice. Was haben wir für eine Hose? Hose ist eine D-Squared-Hose. Die habe ich gekauft bei, ich glaube, Horstmann und Sander in Hannover. Ja. Ja. Das war die einzige Hose, so, die ich für den Preis ordentlich finde. So, die ist nicht zu teuer von D-Squared. Mm. Finde den Stoff auch ganz cool. Ja. Also ist auch so ein bisschen Stretch mit. Genau, drin, ja. Der Rest ist ja eher so fest. Das mag ich nicht so. Ja, normal. Deswegen fand ich die ganz cool. Wie teuer war die jetzt? Okay, und was hast du bezahlt für die? Für die habe ich bezahlt 340. 340, ja. Wow, was? Eine Hose 340? Ich dachte, es wäre so ein Ding, dass man so günstige Hosen bei Zara kauft, weil Hosen einfach Hosen sind. Wow, 350 für eine Hose? Boah, das ist ja ultimativ crazy. 350 für eine Hose, wow. Ich wusste nicht, dass es auch so teure Hosen gibt. Okay. Da, Gürtel, was haben wir da? Gürtel ist ein MS-Gürtel. MS-Gürtel, ja. Der liegt bei 645, glaube ich. 645, ja. Kann man den auch wenden oder ist das den so? Den kann man auch wenden, ja, der ist. Ist das die gleiche Farbe von der anderen? Nee, innen ist der blau. Ah, okay, blau. Geile Farbe, genau, Digga. So ein Jeansblau. Oh, fuck. Hab ich von meinem Vater bekommen. Ja. Den Gürtel auf blau drehen, gleiche Farbe die Mocassinis und eine beige Hose. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Okay, was haben wir noch? Pullover. Pullover ist ein Off-White-Pullover. Zeig mal ein bisschen das Logo in die Kamera. Nee, ich glaube, Off-White ist auch richtig teuer. Ich glaube, der Pulli war nicht unter 300 Euro, glaube ich. Ja, Off-White Traktor mit dem Traktor drauf. Genau. Wo kriegt man das her? Den habe ich auch aus dem Filler Frankfurt. Okay. Ja. Was zahlt man? Der war reduziert von 540, glaube ich, auf 250. Habe ich den mitgenommen.
Bestellerrabatt, Mann! Oh ja! Ich meine, war reduziert von 540 auf nur 250 Tacken. Das nenne ich mal ein Schnäppchen für ein Hoodie. Meine lieben Freunde, beim Sparojoden lernt ihr das Sparen. Also bleibt dabei, schaltet ein, abonniert den Kanal und spart auch ihr 50% bei eurem 500 Euro Hoodie an der Stelle. Meine Güte, let's go. Ja, spannend. Was haben wir noch? Seitentasche. Seitentasche, zeig mal in die Kamera. Burberry. Burberry. Sieht nice aus, Digga. Ja, die war auch reduziert von, glaube 700 auf 399. Und dann haben wir die mitgenommen. Die haben wir im Auto. Ich denke mir also, reduziert. Ja, reduziert. Ich kenne die Tricks auch. Ja, ich will ja nichts sagen, aber reduziert. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Reduzierter Preis hier, ja, also ist ja eigentlich 700. Aber hey, für dich, mein Lieber, 390. Nimmst du mit hier, ich tu dir einen Gefallen. Tu dir einen Gefallen. Boah, crazy. Und, also ich weiß jetzt nicht, also er ist relativ jung. Mich interessiert, was er macht. Also mich würde es wundern, also wenn er das alles selber verdient und sich selber gekauft hat, bis auf den Gürtel, der, glaube ich, gesagt hat, von seinem Dad, dann Respekt an der Stelle. Outlet Metzingen gekauft, genau. Outlet Metzingen, okay. Genau. Bist du zufrieden mit der, ja? Ja. Okay, nice. Dann, ich sehe schon eine Uhr, was haben wir da? Apple Watch, ganz Apple klassisch. Watch. So eine Standarduhr, die finde ich einfach schön, sportlich. Ja. Machst du auch viel Sport, oder? Nee, eher nicht, aber finde die einfach cool. Ich bin sportlich? Bin Jugendlichen. Finde ich jetzt okay. Darfst du die auch in der Schule tragen? Ja, mittlerweile schon. Bin jetzt in der E-Phase. Da ist es ja jetzt alles erlaubt. Da darf man ja auch Handys und so weiter im Unterricht benutzen. Okay, und während der Klausur? Nee, da muss man es alles... Die Uhr auch abgeben, ja, oder? Klar. Checken die Lehrer schon, dass das eine Smartwatch ist? Ja, klar. Ja, ja. Mittlerweile schon. Okay, wo ich noch zur Schule gegangen bin, haben die das mit den Smartphones noch nicht gecheckt. Und dann hat man immer Klausur geschrieben, kurz, darf ich auf Toilette gehen? Und dann auf der Toilette kurz alles nachgeschaut, ach so, wieder rein. Ja. Das haben wir immer mit den Apple Watches gemacht. Ja? Ja, klar. Ja, okay. Alter, nein, wieso war das bei mir irgendwie noch nicht? Oh mein Gott. Bei mir hat man das teilweise auch schon gecheckt, Alter. Richtig mühsam, aber geil. Oder ich hatte teilweise auch noch gar kein Smartphone. Ich habe erst mit 16 oder so ein Smartphone bekommen. Richtig spät gezündet unterwegs. Aber ich fand es nicht weiter schlimm. Wie alt der Dude ist, keine Ahnung. Also wahrscheinlich noch nicht 18. Okay, Michele, Leute, Outfitpreis bin ich hier ein. Cooles Outfit auch. Ja. Möchtest du irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßt Instagram. Ja, ich grüße meine beiden besten Freunde, Linus und Coco. Und ich grüße noch den Meister aller Klassen, und zwar den Jaco. Wie heißt du? Jason, was geht ab heute noch? Oh Gott, Jason. Nichts? Bisschen unterwegs, ja. Bisschen einkaufen? Ja, bisschen. Alter, der Jason. Also sein Style, er gefällt mir. Aber Diggi, sein Style, der ist irgendwie 10 oder 11 Jahre alt oder so. Und ich wette mit euch. Ich wette verdammt mal noch mit euch. Sein verdammtes Outfit ist sicherlich vierstellig. Ja, also so richtig teuer. Und wenn er jetzt noch seine Hand nach vorne zieht und dann er noch eine Uhr anhat, dann muss ich aber dringend los, meine Freunde. Und ich meine, ich denke mir halt so, was ist, wenn ich mal Kinder habe? Wenn ich mal in 5 Jahren Kinder habe, in 4 Jahren Kinder habe und die sind dann in, sagen wir mal, nochmal, wenn ich 35 bin, in 15 Jahren oder so, oder in 10 Jahren, wenn die so ein bisschen älter sind und die auch Kleider dann tragen und so, ja. Urlaub machen. Bisschen Urlaub machen. Ja, Urlaub, Mann. Aus Schünster. Nochmal? Aus Wese. Aus Wilzer. Wese. Wilzer. Was? Welche Ortschaft? Ich check's gerade nicht. Wese, ja. Okay. Sein Blick. Ich versteh's nicht. Ich versteh ihn akustisch nicht. Nochmal, bitte. Okay, Jason, auf jeden Fall cooles Outfit. Ich muss mich konzentrieren. Lass mal bei den Schuhen anfangen. Was haben wir da für Schuhe? Die, das sind Nike Air Jordan, die kosten 180 Euro. 85 Euro? 180 Euro, okay. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Von, Footlocker. Footlocker. Okay, nice. Was haben wir noch? Ein Trainingsanzug. Von welcher Marke ist der? Von Gucci. Gucci. Wusste ich doch. Wo kriegt man den denn her? Bei Gucci Düsseldorf. Gucci Düsseldorf. Mhm. Okay, was zahlt man für den? 1000 Euro. 1000? 1000 Euro.
natürlich auch meine Sparpläne ready. Ich meine, Dividende. Also ich bekomme täglich Dividende, 1000 Euro. Damit kaufe ich mir halt diese Gucci-Anzüge, ja. So ein Ding ist es. So ein Ding ist es. Oh mein Gott, also das ist schon sehr wild. Also ich glaube, also für 1000, also ich würde, also wenn ich, also ich weiß halt nicht so, wenn ich ein Kind habe, 1000 Euro, also es gibt Dinge, wo ich wahrscheinlich bereit wäre, 1000 Euro für das Kind auszugeben, aber nicht für Kleider, ja, nicht für Kleider. Wenn das Kind sagt, yo, ich möchte Klavierstunden nehmen, einmal die Woche, zwei, dreimal die Woche, jeden regelmäßig will es einfach machen oder whatever. Und das kostet dann 1000 Euro, 1000 Euro. Ich würde es wahrscheinlich machen. Ich gebe mich schuldig. Ja. Aber für Kleider, ich muss ganz ehrlich sagen, da würde es bei mir dann so in eine Grenze geben, wo ich sagen würde, nö, wenn du das haben willst, wenn du dir für 1000 Euro, für 1500 Euro Kleider kaufen willst, musst du dir das selber verdienen. Ja. Es wird da so Grenzen geben. Ich weiß noch nicht genau, wo die sind, aber ich glaube, bei Kleidern und solchen Schnickschnack würde ich die Grenze ziehen. So, ja. Ich habe mir auch schon so überlegt, was würde ich mit, also was für ein Smartphone würde ich meinen Kindern geben? So, und da hatte ich letztens eine Diskussion mit der Alexandra zum Beispiel. Ich würde meinen Kindern nur gebrauchte Smartphones geben, und zwar die, die ich nicht mehr brauche. So, ja. Das heißt, ich habe dann einfach das Neue, was ich dann kaufe, geschäftlich, whatever, und dann, kann ich halt das alte Phone ihnen geben. Whatever, irgend sowas in dem Kontext. Ja, also zum Beispiel sowas. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Dann haben sie vielleicht ein iPhone oder so, das ein, zwei, drei Jahre alt ist, aber es ist halt immer noch ein iPhone halt. Ja, okay. Aber holy moly guacamole, Mann. Alter, über 1000 Euro für diesen Anzug. Okay, nicht schlecht. Was haben wir noch? Tasche, zeig mal ein bisschen die Kamera. Versace Couture Tasche. Was zahlt man für die? 60. 60 geht noch. 60 ist schlecht. Was haben wir noch? Nichts. Eine Cappy haben wir noch? Eine Cappy von Jordan. Zeig mal einmal. Cappy von Jordan. Wo kriegt man die her? Von Zalando. Zalando. Was zahlt man dafür? 30 Euro. 30 Euro. Okay. Leute, Outfitpreis bin ich jetzt hier. Alter, das ist einfach der Anzug. Der Anzug, der richtig rausschallert. Alter, der Anzug. Und du siehst halt aus wie so ein Pokertisch. Also das Erste, was ich mich dran erinnert habe, ist so ein, oder ein Roulette-Tisch, so, wo du drauf sitzt. Es sieht aus wie so 69. Dieses Gucci-Logo dort sieht aus wie 69. Ich dachte, da hat überall 69er oben drauf. Oh mein Gott. Jesus Gott. Ja, Gucci ist Kering. Lieber die Aktie kaufen. Also ich hätte lieber die Aktie für meinen Sohn gekauft, statt diesen Anzug. Aber hey, ein Jason, cooles Outfit. Danke. Wie machst du das? So ein teures Outfit? Von meinen Eltern. Nicht mit Taschengeld, ne? Nein. Ja, okay, nice. Wie heißt du? Max. Das ist wie Taschengeld. Nix, bisschen unterwegs gewesen. Ja? Ja, Sommerferienticket ausgenutzt. Sommerferienticket ausgenutzt? Ja. Kannst du damit in ganz Deutschland rumreisen? Nein. Das Niedersachsen-Ticket so ungefähr. Okay. Kannst du bis nach Hamburg fahren. Genau. Und du kommst aus Niedersachsen? Genau, ich komme aus Hannover. Hannover, okay. Genau. Auf jeden Fall, Max, cooles Outfit. Dankeschön. Komplett in Schwarz. Ja. Mit Marken, die wir lange nicht mehr hatten. Ich würde sagen, wir fangen direkt bei den Schuhen an. Was haben wir da? Off-White Prestos. Ja. Wo hast du die her und was hast du bezahlt? Also, ich finde das noch geil, wenn man zwei verschiedene Schuhe anhat. Ich habe immer auch oft zwei verschiedene Socken an. Ich habe ja so M&M-Socken aus dem Coop geschenkt bekommen. Und da habe ich rote, blaue und, glaube ich, grüne. Und manchmal habe ich dann rot und blau an oder grün und blau. Und also ich switch dann da so rum oder rot und ich glaube, gelb haben wir auch. Und dann trage ich halt einfach solche zwei verschiedenen Socken, ja. Aber ja, das ist dann so das höchste aller Gefühle, ja. Aber die waren dann auch kostenlos an der Stelle. Oder manchmal habe ich auch zwei verschiedene Cola-Socken. Manchmal habe ich zwei verschiedene Coca-Cola-Socken an. Also wenn ich mal wild unterwegs bin, habe ich halt einfach zwei verschiedene Socken an. Ihr kennt das ja so ein bisschen, oder? So ein bisschen wild unterwegs. Die habe ich geschenkt bekommen. Geschenkt bekommen? Ja, die habe ich von Michele bekommen, der war ja auch schon mal im Video. Der Peso-Botter. Der Peso-Botter, okay. Ja. Wenn Peso-Botting läuft, dann kann man sich sowas auch mal, kann man das auch mal machen, kann man auch mal Schuhe verschenken, bin ich der Meinung. Also war er der Meinung. Macht er so viel Kohle damit, dass er... Ja, wenn das läuft, dann kann man das auch, glaube ich, mal machen, oder? Also war er, glaube ich, eher der Meinung, ja. Okay. Was kosten die sonst? Ich bin der Meinung, 900 Euro. 900? Ja. Okay, nicht schlecht. 900 Euro. So als Vergleich so, ich habe damals in der Schweiz wohlgemerkt
weniger als 900 Euro in meinem ersten Ausbildungsjahr pro Monat verdient. Ich habe, glaube ich, 850 Franken verdient. Ich habe ungefähr 800 Euro in meinem ersten Ausbildungsjahr pro Monat verdient. Und er kriegt jetzt einfach mal Schuhe und er ist wahrscheinlich in dem Alter gerade, wo ich damals gewesen bin, so 16, 17. Und er kriegt Schuhe von 900 Euro. Also ich weiß ja nicht. Also bei meinen Eltern gab es nie irgendwie Probleme, nie irgendwas, keine häusliche Gewalt, kein gar nichts, war alles chillig. Aber ich glaube, wenn ich damals für 900 Euro Schuhe angehabt hätte, da hätte sogar ich mir selber in die Fresse geschlagen, wortwörtlich. Spaß beiseite, aber ihr versteht so ein bisschen, was ich meine, oder? Also, wow, 900 Euro, also das sind 1000 Franken für Schuhe. Holy moly guacamole. Was haben wir für eine Hose? Hose ist Replay. Replay-Hose? Oh, normale Replay-Hose. Die kostet 200 Euro. 200 Euro. Ja. Okay, easy going. Da haben wir einen Gürtel? Gürtel ist ein normaler Anzugsgürtel, den hatte ich bei der Konfirmation um. Das ist ein normaler Gürtel, keine Ahnung, 40 Euro oder so. Ja, 40 Euro, ganz entspannt. Dann fehlt aber der schwarze Gürtel. Ja. Hast du deinen schönen Gucci-Gürtel? Natürlich, ich hab den nochmal dabei. Sehr gut. Aber schwarzen Gürtel zu dem Outfit, weißt du? Ja, das kommt noch. Kommt noch, genau. Okay, easy. Dann dein Pullover, was haben wir da? Zoom mal ein bisschen ran. Boah, Supreme Box teuer. Logo. Genau, Supreme Box Logo, das Kreuzbox Logo. 400 Euro. 400 Euro, wo hast du das denn her? Den habe ich von Michele, genau. Auch von Michele? Ja, ja. Ah, den haben wir gekauft. Ah, den hast du gekauft, ja, okay. Was ist der jetzt wert? Boah, auch 400 Euro Stock. Auch 400 Euro? Ja, ja, Payout 400 Euro, genau. Nicht schlecht. Ja. Was haben wir noch, Tasche? Tasche, Supreme. Das ist eine kleine Supreme-Bag, jetzt bei Stock X 300 Euro. So 300 kostet, Euro. Ja, kostet die, glaube ich, 100 Euro bei Supreme, wenn die rauskommt, genau. Okay. Ja, und du hast sie bei StockX auch gekauft? Nee, ich habe die auch damals bei Michele abgekauft. Der ist der Reseller, da habe ich die damals abgekauft, da hat er mir einen guten Preis gemacht. Ja, okay. Da habe ich die dann abgekauft. Okay, genau. Okay. Easy going. Dann, was haben wir noch? Sonst doch, glaube ich, ein Cardholder. Cardholder, ja. Nein. MCM Cardholder. Nein, wie teuer ist der? MCM Cardholder. Ich habe auch so einen Cardholder, den habe ich aus China bestellt für, glaube ich, 3 Dollar oder so. Perle. Ich hatte ja vorhin einen, der war auch aus China, auch für irgendwie 2-3 Dollar. Der war langsam ein bisschen ausgelutscht, musste ich upgraden dieses Jahr. Hab mir dann sogar direkt 2 gegönnt, einen auf Reserve und den anderen halt für jetzt zum Gebrauchen. Und also ich muss schon sagen, ich fühle mich schon sehr wild unterwegs mit diesem 3 Dollar Cardholder, den ich gerade aktuell im Gebrauch habe. Und ich habe denselben nochmal als Reserve. Also ich bin ordentlich ausgerüstet. Also bei mir müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ich cardholderlos unterwegs bin hier in Zürich. Also ich bin wirklich gut bedient. Ja, 160, glaube ich, ist jetzt auch so. 160 für einen Cardholder, damit kaufe ich meiner ganzen Familie Cardholder und fürs ganze Leben lang, ja, Cardholders. Yes, es Gott. Jetzt ein paar Monaten wieder drin. Der war nämlich auch lange ausverkauft. Ja. Den hast du aber nicht von Michele. Doch, den habe ich auch. Den habe ich auch bei Michele gekauft. Also das ist halt richtig smart so. Wenn ich in dem Kleiderbusiness wäre, ich würde nur verkaufen, würde mir Leute wie ihn raussuchen, als Stammkunden heranziehen. Das ist ja anscheinend Stammkunde, hat auch die Schuhe geschenkt bekommen. Der kauft wahrscheinlich regelmäßig mit dem Geld der Eltern halt solche Kleider ein bei Michele. Und ja, also ich wäre wahrscheinlich auch der Typ. Ich will's, also Real Talk, wenn ich in diesem Kleider-Business unterwegs wäre, ich wäre einfach der Michele. Ich würde hier im Kalida-Pyjama rumchillen und würde halt hier die Kleider hier an Stammkunden so verticken, ja, und halt meine Marge machen an der Stelle. Real Talk. Der kauft ja Sachen und verkauft sie teurer an dich. Nein, den habe ich retail gekauft. Also den hatte er noch bekommen. Achso, und den hat er dir dann zum gleichen Preis gegeben. Ja, genau. Ich brauchte nämlich einen Cardholder oder ein Portemonnaie. Und da hat er gerade das da, er wollte den nicht, dann habe ich ihn genommen. Normal. Ja. Okay, easy going. Was haben wir noch? Das war's, 6PM Schlüsselanhänger. 6PM, zeig mal. Ja, ist nichts Wildes, 6PM Schlüsselanhänger. Ja. Und sonst auch nichts, genau. Das war's. Perfekt, Leute, Outfitpreis bin ich jetzt hier. Alter, 2000 Euro. Also, man müsste so einen Outfitpreis machen und dann so randommäßig, also wenn ich jetzt das Video machen würde, so Outfitpreis und dann so, wie groß ist dein Depot? Welche Aktien, welche ETFs hast du denn im Depot? Was für ein Depot denn Aktien sind? Das ist doch was für Zocker, ist Geldverschwendung. Und ja, genau so schaut's aus. Hier ein. Cooles Outfit, Max. Ja, danke schön. Möchtest du irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßen, Instagram. Insta, max.100k. Max, also wenn ich der Michele wäre,
dann würde ich auf jeden Fall an der Stelle Real Talk-mäßig viele Maxe als Kunden wollen. Ich glaube, Louis Vuitton und Kering und andere Firmen sehen das sehr ähnlich. Also ich bin wieder mal sehr perplex, sehr überrascht, wie viel Geld man für Kleider ausgeben kann, insbesondere im jungen Alter. Mich würde interessieren, ob man immer noch so viel Geld für Kleider ausgibt, wenn man das Geld mal selber verdient. Oder ob man nur so locker damit umgeht, weil man das Geld nicht selber verdienen muss. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Thematik an der Stelle für alle die Leute, die in solchen Videos vorkommen. Also ich finde es jetzt nicht irgendwie schlimm, wie schon gesagt. Jeder wie er möchte. Ich finde es einfach sehr crazy. Aber hey, es ist ein Markt, ich weiß es. Und es hat auch eine gewisse, ich sag mal, Wertbeständigkeit. Man kann auch Dinge wieder verkaufen, vielleicht auch sogar für einen Profit verkaufen. Das ist mir durchaus bewusst. Man kann sich da auch hochflippen und dann auch Dinge, die man nicht mehr möchte, wieder verkaufen, zum sich Dinge holen, die man möchte. Und das verstehe ich, da gibt es einen Markt für und der ist da. Und das ist natürlich, also das ist jetzt nicht, man kauft was und dann ist es nichts mehr wert. So ist es halt schon auch nicht, das verstehe ich auch. Also fairerweise muss man das natürlich auch sagen. Es hat schon ein Wiederverkaufsvalue, manchmal sogar Wertsteigerung, je nachdem wie limitiert das Ganze ist. Um da jetzt auch mal so einen, ich sage jetzt mal, einen seriösen Part jetzt hier in diesen Stream noch reinzupacken. Aber nichtsdestotrotz ist schon sehr wild. Schon sehr, 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 sehr wild. Das ist schon sehr gruselig gewesen heute. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da machen wir Halloween allen Ehren für uns hier im Finanzrudel mit diesen gruselig teuren Outfits an der Stelle im gruselig jungen Alter. Aber hey, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, checkt gerne auch den Zweitkanal Thomas ohne Hose ab, gehen wir gerne auch nochmal drauf, ohne Hose, könnt ihr gerne am Start sein, würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen, ich kann einfach nicht mal mehr schreiben, Thomas ohne Hose, gerne den Kanal hier abchecken, ich verlinke euch den sehr gerne hier und gehe jetzt hier auch gerne nochmal kurz drauf an der Stelle, also checkt gerne den Kanal ab, abonniert ihn sehr gerne, ist gerade vor 2 Tagen ein Video und ein cooler Zusammenschnitt online gegangen, einfach mal gerne abchecken, ich habe es euch verlinkt und ansonsten, wir sehen uns wie immer im nächsten Stream, dieses Mal sogar am Dienstag, wie immer für den Dividendendienstag, wir schauen uns wieder unser Portfolio an, welches wir gemeinsam aufbauen mit der Community beim Dividendendienstag, gemeinsam mit dem Johannes und ich wünsche euch einen super schönen, wunderschönen, guten Abend, genießt noch den Sonntag, genießt Halloween, schaut einen Horrorfilm, werde ich vermutlich nachher auch noch machen, je nachdem vielleicht auch nicht. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video, nächsten Stream. Bis dahin, guten Abend, meine Lieben.